So, meine Freunde, willkommen zurück zum Let's Play von Harry Potter und der Feuerkelch. Ja, und nachdem wir so ziemlich alles im Hogwarts gelernt haben, es gibt noch die ganzen Sammelgegenstände, aber da werde ich jetzt, vielleicht mache ich hinterher nochmal ein Video, wenn ich das alles nochmal einsammle. Aber jetzt werde ich das nicht machen, aber wir haben alles zusammen, dass wir in die zweite Aufgabe starten können, und zwar in den See. Ja. Dann sind hier nur noch zwei Gebiete und wir brauchen ganze 11 Schilder, um dann weiterzukommen. Also wir haben noch was vor uns. Gut, und dann starten wir doch einfach mal und gehen eine Runde planschen. Willkommen zur zweiten Aufgabe. Den Champions wurde etwas, was ihnen sehr wichtig ist, letzte Nacht weggenommen. Dies befindet sich nun auf dem Grund des Schwarzen Sees. Ihre Aufgabe ist, es zurückzuholen. Champions, ihr könnt beginnen. Der Blick schon. Rette deine Freunde. Und es geht wieder auf Zeit. Kann ich irgendwie... Ach, auf C ist wieder beschleunigt. Okay. Njam, 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 njam. Da kommen die Grinde los. Okay, so nach dem Motto, solange sie mich in Ruhe lassen, lasse ich sie auch in Ruhe. Aber das wird, glaube ich, nie lange der Fall sein, dass die so friedlich an mir vorbeischwimmen. Ey. Ja, ich hab's geahnt. Die Meerjungfrauen fressen, glaube ich, mir das Dianthuskraut weg, wenn ich sie nicht abschieße. Ich verliere hier wieder das meiste an Leben einfach nur, weil ich... Einfach nur, weil ich hier gegen irgendwelche Sachen gegenschieße. Und dass der ganze Mist wieder auf Zeit geht. Oh, geh weg. Geh einfach weg. Meinem Dianthuskraut. Was ist das gruselig hier unten? Ich bin viel weiter oben geschwommen, aber okay. Wie groß ist dieser See eigentlich? Einfach weg. Lasst mich doch in Ruhe, dann lasse ich euch auch in Ruhe. Wie wäre es denn damit? Das wäre natürlich zu leicht. Ich will gar nicht wissen, mit was die da auf mich spucken. Aber ich glaube, das Gute ist, ich muss die halt nicht alle abschießen. Ich kann zum Glück auch einfach vorbeischwimmen. Meins! Gerade hat die Steuerung so rumgespielt. Ich brauche eine andere Kameraperspektive. Warum treffe ich den nicht?
jetzt kommt wieder so eine friedliche Musik. Ja, wiegen wir ihn mal im Glauben, dass nichts passiert. Das Gute ist, so viel selber lenken muss ich gar nicht. Also der schwimmt die Strecke schon von alleine. Ich muss nur auf was dann irgendwo gegenschwimmen. Was ist das eigentlich? Sind das Grindelow-Eier oder was? Okay, ich glaube, das gehört zu den Dingen, die man vielleicht lieber gar nicht wissen will. Ja, die singen wenigstens schön, nicht so wie die Erklinge. Lalala, was soll mir schon passieren? Alles ganz normal. Ja. Halb rum, 5 Minuten. Ich kann nicht stehen bleiben. Das finde ich ein bisschen komisch. Ich kann davor nicht anhalten und das anzaubern. Wenn, dann ist das automatisch. Also das mache ich gar nicht. Aber ich kann so, der schwimmt immer weiter. Halt besonders langsam dann, aber er schwimmt. Ach Leute, husch, geht weg. Geht einfach weg. Machen wir es mit den hier unten fertig. Na komm. Geht doch. Haha. Runde 1. Na komm, weg. Oh, das ist so ekelhaft. Also ich glaube irgendwie für mich wäre diese Prüfung hier am schlimmsten gewesen. So unter Wasser lang tuckern, hoffen, dass das Kraut lange genug wirkt. Bah. Okay, ich krieg keine Schadenspunkte, wenn mich die Statue erwischt. Das ist freundlich. Okay, nee, ich will gar nicht wissen, was das für ein Zeug ist. Und weiter geht's. Ignorieren wir die jetzt einfach mal und schwimmen weiter. Ja, dich ignoriere ich auch. War's das? Das war's! Silber! Gar nicht so schlecht. Neue Herausforderung von Moody. Sogar 2. Okay, für diejenigen, die jetzt vielleicht ein bisschen auf dem Schlauch stehen, vielleicht weil sie mit den Filmen nicht so gut vertraut sind. Also, ja, mit denen den Schülern etwas Wichtiges weggenommen wurde, waren Mitschüler gemeint. Freunde. Also was von Harry, also Ron, wurde unten eingesperrt. Edda in den See. Also von Harry Ron. Krumm, Viktor Krumm, da wurde Hermine runtergeschickt, weil wir haben wir auf den Karten schon gesehen. Da hat es ja ein bisschen gefunkt zwischen den beiden. Ja, hier. Und hier.
Genau, zwischen den beiden hat ein bisschen gefunkt. Für Fleur de la Cour war ihre kleine Schwester war da unten. Und von Cedric war Cho Chang unten, auch eine Mitschülerin von Harry. Es geht ins Haus Ravenclaw, die werden wir im nächsten Teil nochmal genauer kennenlernen. Und mit der war Cedric halt auf dem Weihnachtsball. Genau, und die Schüler müssen in einer Stunde da runter und eine Stunde haben sie Zeit, um ihre Freunde da rauszuholen. Und bis auf Fleur schaffen es auch alle. Also Fleur hat so einen Luftblasenzauber, aber die Luftblase wird kaputt gemacht von einem Grindelow. Das sind diese Tintenfischbiester, die wir da gerade gesehen haben. Und ja, daraufhin muss sie auftauchen und Harry rettet halt ihre kleine Schwester noch mit, weil von Fleur weit und breit keine Spur war. Wird daraufhin auch von den Meermenschen und Grindelows angegriffen, weil abgemacht ist halt, jeder darf einen retten. Er rettet sie aber beide und wird deswegen auch Zweiter, obwohl er als Letzter auftaucht, wird er Zweiter, weil er halt laut den Lehrern so eine Heldentat vollbracht hat, stimmt ja irgendwo auch. Und das ist so eine Sache, die mich eigentlich interessiert, weil das waren ja nun mal keine Teilnehmer. Ich weiß nicht, ob die gefragt wurden. Ich weiß, sie wurden zum Direktor gerufen, aber ich weiß nicht, ob die wirklich gefragt wurden, ob die damit einverstanden sind, dass die da unten versenkt werden. Und deswegen frage ich mich so ein bisschen, weil es halt auch im Rätsel heißt, die Zeit ist halb rum, spute dich, sonst sieht das, was du suchst, nie wieder das Licht. Deswegen weiß ich nicht, ob dann die Lehrer die hochgeholt hätten oder ob die wirklich da unten gelassen hätten. Ich fände das ein bisschen arschig, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob es so ist. Ich hoffe es nicht. Jedenfalls genau, das war die Sehprüfung. Und damit würde ich die heutige Folge auch wieder beenden. Und ja, beim nächsten Mal wir müssen 9 Schilde suchen. Also da werden wir dann mal den Wald abklappern und all die anderen, wo wir jetzt noch nicht so viel waren. Wir sind jetzt hauptsächlich in Hogwarts-Gelände unterwegs. Und Moodys Herausforderungen machen wir auf jeden Fall auch noch. Würde ich sagen, ne? Gut, bis dahin. Tschüssi.